Everything changes. Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer ewig langen Zeit zu Next Day Survival. Ich hab's mal wieder rausgekramt, bin mal wieder ermutigt, etwas zu erkunden und etwas zu erleben. Natürlich nur für euch, dass das Spiel bei euch ziemlich gut ankommt. Ehrlich gesagt weiß ich manchmal nicht, warum. Nun ja, jetzt ist mein Plan folgender. Also die Mission mit dem SCC-Stürmen ist ja mir doch zu heiß. Habe ich auch gar keine Lust drauf. Deswegen gibt es hier eine neue Map. Ich weiß nicht, was dort geboten ist und was dort los ist. Deswegen begeben wir uns mal nach Primorei, wie auch immer. Und ich stelle uns hier mal eine schöne Ausrüstung zusammen und dann begeben wir uns gemeinsam auf die lange und beschwerliche Reise. Naja, so lang auch wieder nicht und so beschwerlich hoffentlich auch nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich unsere Ausrüstung zusammengestellt habe und wir loswandern. Bis gleich. So, da sind wir jetzt außerhalb unserer Heimatbasis, in der wir schon viel zu oft wieder neu rausgekommen sind, wie ich finde. Und der Plan ist jetzt, ich laufe Richtung Quashino, hier hin, da. Und dort spawnt gerne mal ein Auto, ich hoffe es ist noch da. Und mit diesem neu erworbenen Auto fahren wir dann direkt am Zivilisten, nein, das ist der neutrale Spawn, also Point N12 vorbei. Weiter gen Osten Richtung Primorei. Ja, wir einigen uns jetzt auf Primorei. Deal? Gut. Okay, dann bis gleich am Auto und dann cruisen wir zusammen durch die Prärie und schauen uns die neue Map an. Ich bin gespannt. Hier sind wir also in Quashino nach einem kurzen Fußmarsch. Hier drüben ist unser Freund der grüne Nebel. Und ah, hier steht auch ein Auto. Wunderbar. Sogar das coolste aller Autos. Vorher schauen wir noch in die Garagen, in die man zumindest reingehen kann. Das ist ziemlich cool, ein Kanister. Eine Autobatterie, dann brauchen wir die gar nicht einlegen, falls wir es irgendwie vergessen sollten. Weiß ich nicht, ob ich den Kanister irgendwie noch füllen soll. Bin mir da nicht ganz sicher. Noch eine Batterie. Ist ja richtig Battery City. Gut, schauen wir mal, ob die Karre hier ein bisschen Sprit hat. 3 Liter sollten eigentlich, wenn es frisch gespawnt ist, drin sein. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht mit den Komponenten. Nein, sind keine drin. Zündkerzen und Autoschlüssel und falscher Knopf. Ab geht's. Sprit 3,99 Liter. Und jetzt geht's auf jeden Fall ab. Mit vollem Karacho an den Ostrand der Karte. Also, ja, so sollte das jetzt nicht sein. Ich glaube, ich schneide es nochmal und fahre nochmal raus. Nee. So fleißig bin ich dann doch nicht. Ja, hier ist auch alles zu. Das ist ja echt. Kommen nirgends durch. Unfassbar. Wenn sie überall ihr Gerümpel ab. Meine Güte, diese Russen. So, dann folgen wir jetzt einfach der Straße. Was sagt unser Auto? 147 von 150. Wir haben bei dem Unfall keinen Schaden erlitten, umso besser. Und jetzt fahren wir mit Vollspeed diese Straße entlang. Also das ist ja wirklich atemberaubend. Euer Scheißernst. Also mein Scheißernst, verdammt. Ja, wild. Hab hier noch keins gefunden, außer nervige Bären und nervige Wölfe. Ich glaube, hier ist irgendwie... Ja, hier ist ein Bär, den machen wir platt. Was haltet ihr davon? Wollen wir ihn einfach kaputt fahren? Einfach ein bisschen Fauna töten gehen. Ein Kreis. Ja. Ja, das ist ein Wolf. Er will uns hier den Erstschlag verpassen. Was fällt ihm denn ein? Mann! Das ist nicht gut. Fällt unser Auto an. So. Sehr schön. Na, wir lassen ihn liegen. Fleisch haben wir übrigens auch genug eingepackt. Seht ihr hier? 3 Stück sollten für eine Weile reichen. So viel länger will ich auch gar nicht dort bleiben. Also je nachdem, was die Karte so hergibt.
haben wir uns auf jeden Fall an Wolfgang mal wieder gerecht. Mal wieder gezeigt, wer hier der Boss ist und wo der Hammer hängt. Und dann sollten wir vielleicht noch hier reinfahren. Machen wir einfach mal den Kanister voll. Ich weiß nicht, ob es Autos gibt in Primorei. Deswegen haben wir jetzt an so eine Zapfsäule noch kurz. Ich weiß nicht, welche funktioniert oder ob die überhaupt Load haben. Ja, sehr schön, weil es funktioniert immer nur eine der vier. Und die ist irgendwann auch erschöpft. Deswegen ist es sehr, sehr praktisch, ist, dass wir den Kanister da befüllen können, wenn wir jetzt dort auf der anderen Karte ein richtig gutes Item finden und in Platzmangel geraten, dann werden wir den Kanister einfach wegwerfen. So einfach ist das. So habe ich das ausgetüftelt und Motor an. Los geht's. Ich kann ja irgendwie coole Elektromusik oder sowas drunter legen. Doch. Los geht's mit Elektromusik. Im Radio läuft da nichts Brauchbares hier. Hier sind wir am neutralen Posten. Gibt es diese zwei Quests, also die Startquest, glaube ich, wieder und die Quest, mit der man sich neutral stellen kann. Vielleicht mache ich das irgendwann auch mal. Ich finde die Zivilisten irgendwie nicht so cool. Und nach Primorei geht's, glaube ich, einfach durch den Tunnel, oder? Dann erwarte ich einen Ladescreen. Da steht so ein Dude. Bisschen feindselig. Müssen wir mit ihm wahrscheinlich sprechen. Was wir auch gleich tun werden. Ah, nicht so gesprächig. Wir beamen uns gleich direkt dorthin. Willkommen in Primorei. Wir kommen wieder zurück. Wo sind wir denn? Also wir sind hier. Eine Militärsiedlung. Hier haben wir eine Zivilistensiedlung. Ziemlich gut. Und wir müssen den Weg hier entlang laufen. Wo es jetzt hier Autospawns gibt, weiß ich leider nicht. Aber hier ist gleich ein Gebäude. Hier sind auch Zapfsäulen. Ich sehe jetzt nichts Fahrbares. Ich weiß auch nicht, wie es hier aussieht mit Gegnern und wilden Tieren und allem möglichen. Turnschuhe im kaputten Auto. Wäre mir lieber, wenn Turnschuhe kaputt wären und das Auto intakt. Das Leben ist einfach kein Wunschkonzert. Eine schwarze Lederjacke. Leckere Räucherwurst. Kann man immer brauchen. Jeder Situation. Ein Patentöffner. Damit öffnet man Patente. So einfach ist es. Dieses blaue Licht. Ja. Gut, also ich glaube, hier gibt es gar nichts. Das ist der Schleichpfad sozusagen. Ja, dann laufen wir hier mal einfach die Straße entlang. Schauen wir, was es hier so gibt. Also hier oben. Vasiljev Warehouse. Hier geht es nach Sefero-Minsk. Hier ebenfalls, wie schon gesagt. Ich glaube, ich habe meine Karte gesehen und an der Brücke waren auf jeden Fall Militärwachen. Yep. So ist das. Also ich kann mich daran erinnern. Ich bin mir nicht mehr sicher. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Und hier ist ein Hafen. Ja. Ach du Lebensmist. Oh, what? Was ist los mit ihm? Eine coole Einlage. Ich bin leicht irritiert. Lebt er noch? Okay. Ich glaube, Balu der Bär lebt nicht mehr. Okay, wir häuten ihn einfach jetzt aus Prinzip. Nehmen wir ein Stück unseres Gegners mit. Dass das Tier nicht umsonst gestorben ist. Schönes Fell. Und ist ganz schön sportlich, der Gute. Hat ihm aber nicht viel gebracht, diese Sandeinlage. Gut, jetzt haben wir hier ein Stück Fleisch vom Bär. Sorry, Balu, aber du hast uns angegriffen. Ich mochte dich in meiner Kindheit. Aber ich hätte nie gedacht, dass du mir an den Kragen willst. Okay, was haben wir hier? Ah, hier. Wir gehen jetzt hier mal mit ein bisschen Deckung der Steine hier vor an die Brücke. Hinter das Auto. Wir haben ja spätestens seit dem SCC-Angriff
vor Augen, was so eine Deckung hinter Autos bei den NPC wert ist. Wir haben ein Fernglas, oder? Ja. Wie war das? Zack, zack. So. Ja, da haben wir doch einen Guard und da ist noch ein Guard. Noch ein. Oh je. Der sieht ja eigenartig aus, wie so ein Fetischtyp. Romaso-Freak. Mal in Deckung gehen. Kriegen wir die hier? Meinte, die kriegen wir hier ausgeknipst? Glaube nicht. Weiß es nicht. Eine blöde Situation. Ich hätte echt mein Scharfschützengewehr mitnehmen sollen für den Falle eines Falles. Ich habe jetzt eine Idee. Wir öffnen jetzt hier das Feuer, dann versuche ich hinter den Stein zu kommen. Und dann machen wir den anderen weg, wenn er herkommt. Deal? Deal. Und Feuer. Alter. Also schon ziemlich hart erwischt, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht, was er macht. Wir müssen die Aktion abbrechen. Kämpft sich hier ein. Der hat das Feuer auch wieder erwidert. Das war ja brutal. Habt ihr es gesehen? Pat, 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 pat. Gingen die Hits schon in mich rein. Aber seinen Kollegen haben wir erledigt. Was hat er vor? Dann wir ziehen uns hier taktisch zurück. Nutzen den Lastwagen als Barriere. Weiter als Barriere, zack. Jetzt sind wir aber bald auf einer Höhe, wo er hochschießen kann, glaube ich. Und sprinten jetzt zu dem Stein. So. Oh mein Gott. Hinlegen. Das war ein harter Hit. Der war richtig brutal. Der hat Bock. Er hat Bock und ich hoffe, der Stein ist nicht wie das Auto so kugeldurchlässig. Oh je. Das ist wieder so ein eigenartiges Gewehr mit Schalldämpfer oder was auch immer. Ich erinnere mich dunkel an diese Turmsituation. Oh je, wie kommen wir hier wieder raus? Oh je, Leute, in was habe ich uns hier rein manövriert? Uns geht es auf jeden Fall wieder richtig gut. Wir haben noch 3 Medikits mit und Verbände und natürlich noch die gute Räucherwurst. Und ich sehe den Gegner nicht einmal. Oh, verflucht. Was machen wir denn jetzt? Mit seinem Turbo-Aim wird er uns wahrscheinlich überall treffen. Auf den Boden. Wie geht's uns jetzt? Oh, wir sind immer noch richtig am Ende. Wir brauchen noch irgendwas. Was ist denn das Härtere? Sonderverbandskasten, dann nehmen wir nochmal den gewöhnlichen. Wer viel aushalten, werden wir nicht mehr. Leute, ich bin echt ratlos. Ich weiß nicht, wie wir ihn ausschalten sollen. Er weiß exakt, wo wir sind. Er hat den ultimativen Superman-Röntgenblick. Also Superman wäre wahrscheinlich extrem neidisch auf ihn. Also was ich jetzt machen werde, ist... Also was ich jetzt machen werde, ist hier wegkriechen. Was ist das wieder für eine Slapstick-Einlage, mein Freund? Das ist schon cool, dass du hier so auf der Stelle robben kannst. Also ich bin beeindruckt, aber... Egal, es bringt uns hier... Alter. Verschwinde. Lauf um dein Leben, mein Freund. So, jetzt kannst du jetzt wieder robben. Nein. Wir sind immer noch nicht fit. Wie ist es denn? Verliert uns der Kerl mal aus den Augen, oder? Hat er uns dauerhaft in seinen Adleraugen im Blick? Ich hau jetzt ja doch mal ab. Das ergibt ja mal überhaupt keinen Sinn. Eine Behandlung ist nötig. Digga, du hast
72% Leben, also was willst du denn? Hier geht's prächtig. Dann laufen wir mal hier hoch. Nochmal von hier hinter irgendeiner Deckung. Ganz vorsichtig hin. In der Hoffnung, dass er sich wieder beruhigt hat. Ich weiß nicht, wie die NPCs, ob die resettet werden. Wie bei anderen Spielen. Also ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Was soll ich meinen? Wir schwimmen hier mal durchs Wasser und attackieren ihn von der anderen Seite. Aber ich glaube nicht, dass ihm das entgehen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass diese verflixte Brücke so eine schwierige Sache darstellt. Doch, das ist, glaube ich, das Sinnvollste, hier einfach an den äußersten Rand hinzugehen. Zu hoffen, dass er jetzt nicht hier mit seinem Aimbot durch den Damm da durchschießt oder was es ist. Das ist sogar ein Staudamm. Sehen wir ihn hier noch? Rot? Okay. Dann laufen wir hier lang. Es hat überhaupt keine Deckung. Wenn wir hier beschossen werden, ist ja mehr oder weniger Feierabend, wenn wir nicht irgendwie gerettet werden. Durch was auch immer. Auf jeden Fall cool aus, unserer Schwimmtechnik. Jetzt haben wir definitiv das Gebäude zwischen uns und ihnen gebracht. Finde ich gut. Jetzt nähern wir uns. Wir pirschen jetzt hier straight aufs Gebäude zu, in der Hoffnung, dass er seine Position nicht so intelligent wechselt wie wir natürlich. Kriegen auch noch dummerweise Hunger. Und der Schaden von dieser RPK hat mich mal wieder nicht beeindruckt, muss ich echt sagen. Wie sieht es mit der Kondition aus? Ja, das geht schon noch. Also wenn das natürlich hier vorne steht, dann ist vorbei. Machen wir uns nichts vor. Ist er hier? Der steht hier. Steht er denn da oben? Der steht da. Den wählen wir gleich richtig weg im Nahkampf. Leute, bittere unsere Chance. Ihr auch. Da ist er. Unschuldiger junge Mann. Der leider sterben muss. Das war hart. Da liegen die beiden Kumpels. Und ich denke mal, die waren Kumpels. Wenn nicht, dann ist ja umso weniger tragisch. Was hat er denn dabei? Eine AK. Die wir nicht genug Platz haben. Blöd. Ein Helm, für den wir nicht genug Platz haben. Was ist eigentlich los mit uns? Ach ja, dieser verfluchte Kanister. Weg mit ihm. Der hat eh keinen Inhalt mehr. Der wurde geleert. Frechheit. Okay, nehmen wir hier das Zeug mit. Die Hose und die AK. Und er hier. Ah, jetzt ist natürlich alles klar. Der Typ hat natürlich ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr dabei gehabt. Krass. Was natürlich so manches erklärt. Richtig cool, also freut mich jetzt. Die Beute war gut. Schon wieder aufregend hier. Okay. Was haben wir denn? Wo liegt das Problem im Gewicht? Wenn wir noch irgendwas loswerden. Ja, diese Jacke ist jetzt nicht das Wahre. Armeejacke. 40% Schadensvermeidung. Wir meinen mit 45%. Ja gut, dann brauchen wir die nicht tauschen. Der Helm ist mäßig, aber die die Sturmhaube verkaufen sich gut. So. Rest ist jetzt uninteressant. Mehr können wir nun einfach mal nicht mitnehmen. Aber was wir jetzt machen ist, wir legen die jetzt hier hin, zack. Nehmen jetzt diese Molot wieder mit. Wirklich. Wiegt dieses Gewehr nur... Oh nein. Ihr wisst, was mein Problem ist. Das gibt's doch nicht. Was wiegt denn hier so verflixt viel? Wir haben ja noch mehr davon.
Was wiegt denn hier so viel? Das gibt's doch gar nicht. Gut, dann gibt's ja keinen Tarnrucksack, so. Wir haben jetzt die Molot am Start. Hä? Bin maximal verwirrt. Egal. Jetzt haben wir hier unsere freigelämpfte Bombe. Was sagt das Magazin? 10 Schuss. Automatikmodus. Wie wechsle ich den denn? Und keine Ahnung. Auf jeden Fall war unser Ziel unsere Zivilistenbasis. Was mir jetzt aufgefallen ist. Leute, große Panne. Ich habe den Schlüssel und die Zündkerzen nicht aus unserer Karre geholt. Oh nein. Dumm. Sehr, sehr dumm. Ich muss jetzt hier kurz aber mal in die Bedienung spickeln. Was denn hier der Feuermodus ist. Seht ihr was? Feuermodus, Left Control. Left Control. Ah, Single Shot Automatik. Also wir wollen Single Shot. Was schießt denn das gute Ding? 39 mm. Merkwürdiges Kaliber. Vielleicht kriegen wir hier im Dorf was. Auf jeden Fall keine Lust auf weiteren Feindkontakt. Also die haben uns ja ordentlich zerblasen. Oh, Junge. Balu, auf dich habe ich ja mal überhaupt keine Lust. Und auf deine komischen Stunteinlagen noch weniger. Das ist ja hochgruselig. Ja, das Fernglas ist natürlich kein scharfer Gegenstand. Also, wir häuten ihn. Schnapp ihn dir. Sorry, Balu. Wir haben nun mal auch Hunger. Du wirst nicht vergessen, mein Freund. Und noch einmal. Der will auf die Map. Auf die Map schauen. Wir gehen runter nach Pirogovo. Schauen da mal rein. Und dann gehen wir zu unserer Siedlung der Zivilisten. Es ist ein bisschen schade, dass wir wirklich so wenig Platz haben. Nehmen wir noch einmal Fleisch mit. Aber ich mache jetzt hier auch gleich mal einen Cut rein. Wir sehen uns in Pirogovo. Was ist das? Sieht interessant aus. Auf die Distanz hätte ich doch gerne lieber was Automatisches. Gibt das Magazin her? 65 Schuss Bombe. Sehr, sehr schön. Was ist das für ein Gebäude da hinten? Lasst es uns doch mal gleich anschauen. Zuerst schauen wir hier rein. Dann schauen wir diesen bisschen prunkvoll aussehenden Bauern. Ein Werkzeugkasten. Der wiegt, glaube ich, 5 Kilo, oder? Er wiegt wohl 5 Kilo. Dosenmais. Wollbinden. Ein Schmerzmittel. Kleiner Jagdrucksack, schade. Der hätte ordentlich Geld gegeben. Gut, aber jetzt auf. Wir können nichts machen. Wir haben einfach hier kein Auto und müssen jetzt halt mit dem Speicher klarkommen, den wir nun einmal haben. Ich möchte über den Zaun spickeln, dass wir hier schon wieder erwartet werden und in irgendeine Schießerei reingeraten. Mir irgendwie alles nicht geheuer. Wir wollten hier rüber, ne? Hä? Oha. Oh nein, uns fehlen die Schlüssel. Es hat Benzin. Wir haben eine Batterie. Und wir haben keine Schlüssel. Ist das denn die Möglichkeit? Ach nö. Ist das denn die Möglichkeit? Finden wir hier zufällig Schlüssel? Die Universalschlüssel. Wer kennt sie nicht?
nein. Sieht ziemlich schlüssellos aus hier. Naja, man hätte ja einmal Glück haben dürfen. Oder? Magazin. Nun ja, schade. Wir haben es zumindest versucht. Wäre jetzt echt genial gewesen. Aber okay, es war meine eigene Dummheit. Muss ich leider zugeben. Wir können hier noch was aus dem Brunnen trinken. Alles for free. Drüben noch ein Sondergebäude. Da schauen wir natürlich auch mal rein. Das sieht aus wie so ein kleines Krankenhaus. Hier. Der Pantomime-Meister. Gott ihm Respekt. Wir sind Sitt. Gegenteil von lustig. Wieder was dazugelernt, Leute. Ja, wir durchsuchen jetzt die beiden Gebäude hier und dann gehen wir rüber auf zu diesem anderen mysteriösen Gebäude. Ja, das ist so eine Mini-Klinik. Hier irgendwie Armeeverbandskasten 4. Ziemlich cool eigentlich. Was haben wir, was schweres und nicht cooles? Also außer mich. Wir sind richtig voll bepackt. Na, wir kommen ja irgendwann nochmal wieder her. Also wenn wir hier in der Basis was zum Entladen finden, ist eigenartig an, dann kommen wir hier nochmal her. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist auch ein Tunneleingang. Okay, der führt hier, glaube ich, ins Nirgendwo. Hier steht auch kein Pförtner, der uns irgendwo hinbeamen möchte. Gut, dann gehen wir jetzt noch auf diese andere Seite des Ufers. Mal schauen, was dort auf uns wartet. Ob überhaupt was auf uns wartet, ob wir da überhaupt rein können in das Gebäude. Und dann geht es auch schnurstracks zu unseren Zivilistenfreunden. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt ja gar keine Quests. Ja, ganz nett hier, aber richtig abgehen tut es ja auch nicht. Haben wir auf jeden Fall Vögel. Ah, das ist so eine Kirche. Findet sich das Zwiebelturm, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Lang ist sehr in der Schule. Kommen wir gar nicht hoch, oder was? Doch, selbstverständlich. Exzellenter Sportler, aber die Tür ist zu und hier liegt nur frisches Brot. Okay. Ja, mein Verdacht hat sich, glaube ich, bestätigt. Wir können hier gar nicht rein. Wenn wir einen Brunnen graben. Drauf, so wie es sich anhört. Nee, aber hier geht gar nichts. Enttäuschend. Gut, dann kleiner Fußmarsch Richtung Stützpunkt. Wir sehen uns auch dort. Bis gleich. So, und ich sehe gerade noch einen Bär. Ich möchte einfach jetzt mal wissen, woran ich mit diesem schallgedämpften Scharfschützengewehr bin. Deswegen wir da hier gleich mal schauen, ob wir Ballon nicht irgendwie mit einem Schuss platt machen können. Weil wenn das Ding nichts taugt, dann verwende ich es auch nicht. Treffer. Noch einer. Ja, wow. Hat's voll gebracht. Also zwei Treffer machen ihm nichts. Aber die EKM regelt. Macht wieder seinen gewohnten Move. Schnaubt noch einmal und segnet das Zeitliche. Also so überragend ist jetzt dieses Scharfschützengewehr nicht. Also wir dürfen da keine SVD erwarten. Wieder alles mit einem Schuss nahezu umnietet. Okay, aber jetzt sind wir hier zum Glück gleich bei der Zivilistensiedlung. Ich habe uns hier noch was Interessantes gelootet, habe aber dafür unsere Autobatterie dagelassen. Eine alltagstaugliche Jacke mit Klettergurt. Stellt sich mir natürlich die Frage, ob das irgendeine Funktion hat. Damit es wirklich klettern können oder ob das nur halt ja, so ein Gimmick ist, halt ohne Einfluss. Okay, also ich muss sagen, ich habe hier irgendwie was Cooleres erwartet. Das ist der Händler. Oh nein. Das ist natürlich jetzt nicht schön. Ich dachte, das wäre so ein Crosslager. Ihr wisst, was ich meine. Also Crosslager im Sinne von, wir haben hier dieselben Items wie in der anderen Welt. Aber dem ist wohl gar nicht so. Ich bin blöd.
Mehr ein Standardsatz, haben sie wahrscheinlich gut auswendig gelernt. Ein paar Drinks for free aus. Fleischeintopf. Bravalevi. Ja, ebenso. Ja, aber so richtig abgehen tut sie ja nicht. Die Milch aufs Haus mitnehmen. Nicht fahrbar, das wäre cool. Daunenjacke mit Kragen nehmen wir auch mit. Wird gleich wieder zu Geld gemacht. Selbstverständlich. Ja, das Verkaufstalente. Haben wir hier auch nicht Fleisch. Muss ich über diese Alltagsjacke mal informieren, ob die irgendwas bringt oder ob die einfach, wie gesagt, nur ein 0815-Item ist. Alles klar. Wir sind jetzt also in Primorei. Das als kleiner Einstieg. Nächstes Mal begeben wir uns auf hier mal in den Norden. Und mal hier, was mit den Plünderern so abgeht. Oder aber wir machen einen Ausflug zu Point N13 und ärgern dort mal das Militär. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was wir haben, haben wir. Was wir verlieren, verlieren wir. So einfach. Haben wir uns die Kiste da im Süden, da unten, und dann geht's ab. Würde ich doch glatt vorschlagen, eigentlich fürs nächste Mal. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut und tschüss.